Pop-Pop-Pop-Sofa. Hi. Hi. Hi, nochmal. Hi, ich bin die Ricky. Das ist mein Sofa. Deshalb heißt es Rickys Pop-Sofa. Ich setz mich mal hin. Okay, ich habe hier total viele echt astreine Plüschis stehen. Ganz viele Leute sagen ja manchmal, ey, Ricky, bist du nicht irgendwie zu alt für Plüschis? Aber die sind zum Teil auch, den habe ich schon sehr lang, die sind auch alt. Also da, insofern. Okay. Ich wollte euch mal was super Tolles zeigen. Ein ganz astreines Plüschi. Das ist ein super Fisch, mein Delfin. Der lebt schon seit über 2 Jahren ohne Wasser. Das ist vielleicht mal ein astreiner. Aber ich muss die alle wegräumen hier irgendwie, weil ich habe heute auch Gäste, die sind echt endgeil. Und zwar sind es 2 Gäste und da muss ich ja Platz machen. Vielleicht kommt ihr drauf, wer die Gäste sind. Ich gebe euch mal einen Tipp. Na, was war das? Hör mal, habt ihr auch keinen Hauptschulabschluss? Guck mal so. Mann, Bohlen, Mann! Das ist Dieter Bohlen und Thomas Anders! Hi. 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 Das ist rein. Voll aufgeregt. Hi, Dieter. Ja, hey, Ricky. Tag oder so. Ist echt das rein, hier zu sein bei dir oder so. Hi. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Er meint auch Tag oder so, ja. Ach so, ja, Astrein. Hör mal, Thomas und Dieter. Also Dieter und Thomas. Also Thomas und Mann, ey, scheiße, ich krieg voll die Genickstarre hier. Ey, das hat Verona auch immer zu mir gesagt, wenn ich sie mal so richtig rangenommen habe. Hör mal, wir können ja die Position wechseln. Ja, genau, das habe ich dann hinterher zu Verona gesagt. Komm, wir setzen uns anders. Ist okay, sonst ja. Hier. Ja, gut. Ist ja schnell Gehen gemacht. Gehen wir da rüber, ja. Los. Okay. Ja, ist klar, ja. Relax. Ja. Okay, geil. Ja. Also, Thomas und die... Ey, scheiße. Nee, anders, Leute. Ich muss hier rüber zu meinem Teflonum. Ist okay, gehen wir da rüber, ja. Teflonum. Ja, zu dem Apparat. Hör mal, Thomas. Ah, hör mal, willst du was trinken? Ach ja, ich denke... Ey, du sollst doch nicht denken oder so, ja? Er nimmt nichts, ich nehme Bier oder so, ja? Ja, geil, hab ich da. Hör mal, ihr habt ja euch vor längerer Zeit echt irgendwie total verkracht. Ja, wir haben uns damals getrennt, weil Dieter unbedingt ein Projekt alleine machen wollte, ja. Hey. Ach ja, Astrein. Was denn? Schlagzeilen in der Bild. Das ist doch völliger Blödsinn oder so, ja. Der Thomas hat doch ständig einen Urlaub oder so, ne? Ach ja, Astrein. Wo denn? Auf Nora. Immer in Verona. Geil, ihr seid ja voll viel rumgekommen. Geil, finde ich gut. Erik, da zeigt dir jemand eine Karte oder so. Wie Karte? Hör mal, hältst mich eigentlich für Baller? Ich brauch doch keine Karte hier in dem Studio. Da kann man sich gar nicht verlaufen. Ey, ich bin doch nicht blöd. Ey, nun nadel doch hier nicht so viel rum oder so. Ihr könnt ruhig mal lachen, wenn der Onkel Dieter einen Witz macht, ja? Hör mal, geil! Ey, du kannst ja lachen auf Knopfdruck. Jetzt fällt mir auch ein, was du mit Karte gemeint hast. Jetzt kommt eine Ansage für einen Film, Leute. Echt coole Tipps zum Nachmachen. Ja, hallo Pizzablitz, hi. Hier ist Ricky. Hier ist Matthias. Ich hätte gerne 47 Maispizzas. Bitte bringen Sie die Pizzas zu Jessie und Lee. Tschüss. Okay, also ihr könnt euch schon mal
Ey, weißt du was? Die sind jetzt vollend verarscht worden. Die müssen die alle selber essen. Arsch. Ey, pass auf, du, ja? Sonst nadelt das ja aber gleich hammerhart im Karton, das zeig ich dir oder so, jetzt ja? Jetzt mach hier mal nicht so einen Endstress. Es war einfach nur mein Arschfax. Wieso? Ich frag mich ja, wie die all das Zeug immer in den Arsch reinkriegen. Ach du Scheiße, Leute, guckt euch das mal an. Ist aber blöder als du, ey. Wieder ein Fax ohne Briefmarke. Ey, Scheiße, steht ja gar nichts drauf. Ja, du musst umdrehen. Ach so. Ey, willst du nicht mal eine Erotik-Show moderieren oder so? Gute Idee, Astral. Hör mal, ich hab jetzt was Tolles vorbereitet. Unser Übereinstimmungsquiz, Psycho-Ricky. Wenn ihr Übereinstimmungen habt, dann seid ihr echt total gute Freunde. Okay, okay. Aber okay. Hör mal, Thomas, die erste Frage stelle ich dem Dieter. Nicht zuhören. Dieter? Ja? Was ist dein Lieblingsgericht? 37B Süßdauer. Hast rein. Was ist denn das? Ja, was ich doch nicht, hat Verone mal bestellt. Okay, Thomas, kannst wieder zuhören. Thomas, was hat die Verona immer bestellt? 37B Süßsauer. Yeah! Ey, geil, ihr seid voll echt. Totale Übereinstimmung irgendwie, ey. Ihr seid echt total gute Freunde. Ja, wir wollen vielleicht jetzt mal was singen, ne? Singen könnt ihr auch. Ja, klar, auch? So, ja. Okay, ja, dann mal los. Okay. Ey, geil, ein Orchester dabei. Ja. Bist du soweit? Ja. Gut, oder so. Sherry, Sherry Lady, hey. Hey. Talking, nur zwei Akkorde, wir will it. Sherry, Sherry Lady, wir sind modern talking. Mit nur zwei Akkorden singen wir nur Schritt. Sherry, Sherry Lady, wir sind modern talking. Ey, geil. Hör mal. Hör mal. Ihr solltet euch echt vertragen und irgendwie zusammen auftreten. Das solltet ihr echt mal tun. Also Leute, das war's mit Rickys Popsofa. Und denkt dran, wenn wir Freunde wären, dann würdet ihr nächstes Mal wieder einschalten. Wenn's dann auch wieder heißt Pop, Pop, Popsofa.